Geht's los? Geht's los? Okay. Einen schönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans. Herzlich willkommen zu Eisbären Live Live. Hier heute aus dem ICE 1003 von Berlin nach München. Die Eisbären auf dem Weg nach Nürnberg. Denn heute Abend ist das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm der Berliner. Die Eisbären heute bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Um 19.30 Uhr fällt der Puck in der Arena Nürnberger Versicherung. Und wir wollen mal schauen, wie sich die Spieler auf dem Weg hier nach Nürnberg so die Zeit vertreiben. Der eine oder andere liest tatsächlich ein Buch. Viele gucken irgendwelche Filme, andere spielen wieder auf ihren Handys. Aber was macht Leo Föder, der tatsächlich heute ja heimkehrt nach Nürnberg? Wir wollen ihn mal befragen, wie und mit welchen Gefühlen er hier nach Nürnberg kehrt. Leo, können wir dich kurz mal stören? Liest du etwa ein Buch? Ja. Was liest du denn da? Okay, freust du dich schon auf das Spiel in Nürnberg? Ja. Und mit welchen Gefühlen oder bist du sehr aufgeregt? Nö. Magst du das Zugfahren gerne? Ja. Fliegst du lieber? Nee. Also schon eher Bus oder Zug? Ja, Zug. Nürnberg, ist das eine schöne Stadt? Kannst du die empfehlen? Ja, auf alle Fälle. Im Vergleich mit Berlin? Beides gut. Okay, dann gibt's heute das Duell mit Patrick Reimer oder ist er noch verletzt? Keine Ahnung. Okay, Leo, dann, ich glaube, du bist noch sehr in deinem Buch gefangen. Dann wünsche ich dir noch eine gute Reise und viel Erfolg heute Abend. Danke dir. Ja, liebe Eisbären-Fans, das war direkt und live hier aus dem ICE 1003 fast in Nürnberg und wir wünschen den Eisbären natürlich viel Erfolg. 22 Mann sind im Kader, sind unterwegs und es steht noch nicht fest, wer heute Abend wirklich spielen wird. Wir werden es sehen. Jetzt sind wir im Mannschaftshotel der Eisbären Berlin, direkt mitten in der Stadt von Nürnberg. Und wir haben wichtige Neuigkeiten, denn heute gab es bei den Eisbären Fisch zum Mittag. Wer mal einen Blick auf das Menü der Eisbären werfen möchte, der findet hier leckeren Menüreis, Seelachs, Nudeln, Kartoffeln, Hühnchen und natürlich auch sehr gesundes Gemüse für die Augen. Ihr wisst ja, vorher eine Suppe und einen schönen Salat und hinterher, da aßen die Jungs Obstsalat. Naja, vielleicht der eine oder andere auch ein bisschen Schokopudding. Soweit die wichtigsten Nachrichten aus dem Mannschaftshotel der Eisbären Berlin. Zurück ins Studio.